Ja, für uns leider am Sonntag keine 2 Punkte. Ich glaube, wir haben über einen langen Zeitraum eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht. Insgesamt sind es vielleicht 24 Tore, 2, 3 zu wenig für ein Heimspiel. Und ja, deswegen mussten wir leider am Sonntag dann insgesamt gesehen trotzdem verdiente Niederlage quittieren. Ich finde auch, dass wir das Spiel lange offen gehalten haben. In den letzten 10 Minuten war es halt so, dass wir leider 2, 3 Mal im 1 gegen 1 am Torhüter gescheitert sind und ja, dann noch 2, 3 technische Fehler hatten, die Hagen in der zweiten Halbzeit nicht gemacht hat. Und ja, deswegen ist es leider am Ende -4. Und ja, für mich persönlich ist jetzt schön, dass wir Klarheit haben oder ich Klarheit habe, dass es noch ein Jahr weitergeht mit dem HSC, dass ich 11 Jahre dann hier spielen darf und dann nach der kommenden Saison meine Karriere beende. Das war immer mein Wunsch und ja, aktuell kann ich noch mithalten. Das werde ich nächstes Jahr noch machen, muss mit den coolen Jungs hier noch ein Jahr spielen und dann bin ich fertig.